Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute kämpfst du vielleicht mit einem unerklärlichen Gefühl der Melancholie, selbst inmitten eines ansonsten erfolgreichen und zufriedenen Lebens. Auch wenn es keinen offensichtlichen Grund für deine schlechte Laune gibt, ist es möglich, dass du durch etwas ausgelöst wurdest, das eine unbewusste Erinnerung geweckt hat. Oft sind diese Auslöser unter der Oberfläche deines Bewusstseins zu finden. Nimm dir die Zeit, den Auslöser zu identifizieren und daran zu arbeiten, dass er deine Gefühle nicht mehr beherrscht. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die deine Leidenschaft und deinen Enthusiasmus entfachen, um ein Gegengewicht zur Trübsal zu schaffen. Wenn du deinen Fokus und deine Entschlossenheit auf ein bestimmtes Ziel richtest, ist deine Erfolgsbilanz beeindruckend. Mit der vorherrschenden astralen Ausrichtung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, besonders wenn es einem guten Zweck dient. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Ziele, die du dir für deine Gesundheit gesetzt hast, zu überdenken. Ganz gleich, ob es darum geht, deine Ernährung zu optimieren, der Ruhe den Vorrang zu geben oder ein konsequentes Trainingsprogramm zu absolvieren. Die kosmischen Energien sind so ausgerichtet, dass sie dich dabei unterstützen, dein Engagement für dein ganzheitliches Wohlbefinden zu erneuern. In einem sich ständig verändernden Umfeld kann es eine Herausforderung sein, konkrete Pläne zu machen. Heute wirst du mit einer Flut von Informationen konfrontiert, aber einige davon könnten im Widerspruch zu den Behauptungen anderer stehen. Sei vorsichtig, bevor du voreilige Schlüsse ziehst. Anstatt voreilig einen Standpunkt einzunehmen, solltest du dir die Zeit nehmen, widersprüchliche Informationen zusammenzufassen und ihre Stichhaltigkeit abzuwägen. Eine maßvolle und analytische Herangehensweise wird dir gut tun. Die Himmelskonstellation, die diesen Tag umgibt, fördert eine Atmosphäre der Versöhnung und Harmonie. Sie bietet dir die Möglichkeit, zerrüttete Beziehungen zu reparieren oder Konflikte der letzten Zeit zu lösen. Wenn dein Herz sich nach Romantik sehnt, bist du sehr gefragt. Dein gelassenes und intensives Auftreten wird geschätzt und man spürt, dass unter deinem ruhigen Äußeren eine leidenschaftliche Energie schlummert. Der Schlüssel zum Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen liegt heute in deinem echten Interesse am Leben und an den Erfahrungen anderer. In der kommenden Phase sind die kosmischen Kräfte bereit, tiefgreifende Enthüllungen in deinem Leben zu enthüllen. Lange verborgene Geheimnisse und verdrängte Wahrheiten werden aus dem Schatten treten und dich auf eine Reise der tiefgreifenden Selbstentdeckung schicken. Auch wenn die Konfrontation mit der Wahrheit beunruhigend sein kann, denke daran, dass diese Enthüllungen für deine persönliche Entwicklung unerlässlich sind. Nimm diese transformative Energie an, denn sie hat die Kraft, dich von den Fesseln der Unsicherheit zu befreien und dich zu einem authentischeren Leben zu führen. Vertraue auf deine Intuition, wenn sie dich durch diese Reise navigiert und es dir ermöglicht, die Bedeutung dieser Wahrheiten zu erkennen und sie nahtlos in die Geschichte deines Lebens zu integrieren. In dieser Zeit der Erleuchtung vertraust du auf den übergreifenden Plan des Universums und auf deine eigene innere Stärke, denn du weißt, dass du mit neuer Weisheit und Widerstandskraft gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen wirst. Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes, der ein T-Quadrat mit der rückläufigen Venus und dem Uranus bildet, fließt dein Herz über vor grenzenloser Großzügigkeit und Mitgefühl. Die Liebe übersteigt alle Grenzen und fließt vorbehaltlos. Während Venus ihre rückläufige Reise antritt, tauchst du in die Tiefen deiner Gefühle und Beziehungen ein und legst Schichten von Verbindungen frei. Mach dich auf unvorhergesehene Veränderungen gefasst, denn der rückläufige Uranus bringt ein Element der Unberechenbarkeit in deine Interaktionen.
Diese Phase ist geprägt von Romantik, Kreativität, Zärtlichkeit und dem Nervenkitzel des Unerwarteten. Lass dich von den Wellen der Liebe mitreißen und sei bereit für die Überraschungen, die dir die Liebe und das Leben bescheren. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Schwerter steht für schnelles Handeln, Ehrgeiz und eine entschlossene Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Schwerter spüren könntest, die den starken Wunsch beinhaltet, entschlossen zu handeln und deine Ziele mit Begeisterung zu verfolgen. Sie steht für eine Zeit der Entschlossenheit und das Potenzial für schnellen Fortschritt. Der Ritter der Schwerter ermutigt dich, deine Ziele selbstbewusst zu verfolgen und Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen. Er erinnert dich daran, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und mutig zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, eine mutige und ehrgeizige Haltung einzunehmen. Der Ritter der Schwerter wird von dem Eremiten begleitet. Diese Karte steht für Introspektion, innere Weisheit und Einsamkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du nach inneren Antworten suchst, in der du die Einsamkeit findest, um nachzudenken, und in der du durch innere Erkundung tiefere Einsichten gewinnst. Der Eremit lädt dich dazu ein, dir Zeit für Selbstbeobachtung und Selbstfindung zu nehmen. Er erinnert dich daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit in dir zu suchen. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du durch Momente der Einsamkeit und des Nachdenkens Klarheit und Verständnis erlangst. Der Ritter der Schwerter und der Eremit bilden zusammen eine interessante Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Schwerter betont Ehrgeiz und Entschlossenheit, während der Eremit die Bedeutung von innerer Weisheit und Selbstbeobachtung hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du schnell und entschlossen auf deine Ziele zugehst. Sei mutig und durchsetzungsfähig in deinen Bestrebungen und bleibe auf deine Ziele fokussiert. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Eremiten, indem du dir Zeit für die Selbstbeobachtung nimmst und die Weisheit in deinem Inneren suchst. Finde Momente der Einsamkeit und Besinnung, um Klarheit und ein tieferes Verständnis zu erlangen. Diese Deutung steht für einen Tag mit ehrgeizigen Aktionen, Selbstfindung und dem Potenzial, innere Weisheit zu erlangen. Mache dir die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du mutig vorgehst. Nutze die transformativen Qualitäten des Eremiten, wenn du nach Antworten in deinem Inneren suchst und die Einsamkeit zum Nachdenken suchst. Denke daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit deines Inneren selbst zu suchen. Handle entschlossen, um deine Ziele zu erreichen, und suche Momente der Einsamkeit, um tiefere Einsichten zu gewinnen. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Schwerter und des Eremiten kombinierst, kannst du mit Ehrgeiz, innerer Weisheit und dem Potenzial für schnellen Fortschritt und persönliches Wachstum durch den Tag gehen.